Der Stephansdom. Wie ein Fels in der Brandung steht er da, inmitten des Wetters. 365 Tage im Jahr stemmt sich diese Kirche gegen alle Kapriolen, die der Himmel ihr zumutet. Wie ein Magnet scheint der Stephansdom den Wind anzuziehen. Windstille herrscht hier so gut wie nie. Und im Sommer richtet sich hier die Hitze ein. Wir haben hier wahrscheinlich den stärksten Wärmeinsel-Effekt der Stadt. Also der wird hier am intensivsten sein. So um wahrscheinlich 4, 5, 6 Grad wärmer als im Umland zum Beispiel. Die Extreme des Wetters von Hitze bis Kälte, selbst der Wind, dringen bis in das Innere des Doms. Ja, man muss ja natürlich beobachten, auch wie kalt es denn wirklich im Dom wird. Weil es ist schon mal passiert, dass das Weihwasser eingefroren ist. Ja? Und dann natürlich weiß man, hoppala, jetzt ist es wirklich Zeit, dass es was macht, weil es einfach so kalt wird. Das Wetter beeinflusst das Leben rund um den Dom. Ein Jahr am Dom, das ist ein Wechselbad von Wetterstimmungen und liturgischen Festen. Der Mensch ist ausgesetzt dem Wohlwollen und dem Unbill des Wetters und ist immer natürlich versucht, es in die Beziehung zu Gott auch mit einzubeziehen. Wenn Gott uns gut gesonnen ist, lässt er die Sonne scheinen. Wir wissen ganz genau, dass wir Niederschläge brauchen, dass wir Regen brauchen. Deswegen ist ein gläubiger Mensch gut darin berufen, all das auch mit Dank und Fürbitte vor Gott zu bringen, wie auch immer das Wetter da ist. Aber ganz bewusst in der Landwirtschaft natürlich auch einen Wettersegen zu sprechen und Gott zu bitten um eine gute Ernte, eine gute Erntezeit, aber zur rechten Zeit um die richtige Form des Niederschlags. Von den Kirchenfesten lässt sich das Wetter nicht beeindrucken. Jedes Jahr schlagen etwa 350 Blitze in Wien ein. In manchem Jahr sogar über 1200. Immer wieder kommt es zu Überschwemmungen. Die Wassermassen vom Himmel stürzen auch auf den Stephansdom. Sturmböen kommen oft gemeinsam mit schweren Gewittern. Und diese belasten die Sandsteinfassade des Stephansdoms. Im Jahr 2008 zog der Orkan Emma über Europa und traf pünktlich zum Wochenende auf den Stephansdom. Zu viel für das altehrwürdige Gebäude, das an einer Stelle nachgab. Natürlich am Samstag in der Früh plötzlich der Anruf, der Sturm, ich glaube Emma hat der damals geheißen, hat eine Fiale auf den Stephansplatz geschleudert. Der Platz musste gesperrt werden, polizeilich gesperrt. Bevor der Dombaumeister nicht gekommen ist, kann die Sperre nicht aufgehoben werden. Ja, also das ist natürlich sicherheitstechnisch unser Hauptproblem, dass man nie hundertprozentig ausschließen kann, dass nicht irgendein Stück von diesen tausenden kleinen Details, die am Dom sind und die im Naturstein sind, der ja nicht homogen ist, der immer wieder auch manche Schwachstellen in sich hat. Und das zu kontrollieren, ist unsere Hauptaufgabe und das zu verhindern. Und das kann man natürlich fast komplett, aber nie zu 100% erfüllen. Laufend überprüfen die Steinmetze die Außenhaut des Stephansdoms. Genau, hier hätten wir zum Beispiel so eine Stelle, wo das Material schon ziemlich scheppert, wie wir dazu sagen. Also es klingt schon sehr hohl, im Gegensatz zu dem Stück, wo es noch sehr klingt. Also es klingt noch sehr gesund. Und das ist zum Beispiel ein Stück, was jetzt in den Plan eingetragen werden muss. Und wenn dann so eine Gefahr ist, dann werden Stücke, die eventuell vielleicht in den nächsten 20 Jahren abzustürzen drohen, mit dem Hammer abgeschlagen. Das heißt, erst wenn dann wieder eine Generalsanierung eines Abschnitts mit Gerüst ist, dann können diese Stücke wieder ersetzt oder neu gemacht werden. Das heißt, alles, was locker ist, wird von uns abgepflückt. Das Abnehmen ist je nach Größe. Wenn es ein eher kleineres Stück ist, wird das dann mit einem Art Korb gesichert und dann wird es erst abgenommen, dass es in den Korb hineinfällt, weil wir sind doch auf 130 Metern Höhe jetzt hier aktuell. Und wenn das herunterfallen würde und einen Passanten treffen, dann wäre das eine Katastrophe. Wir haben ja das Glück, dass uns jemand da oben sehr gern hat. Es fällt meistens nur aufs Dach. Nicht nur der liebe Gott beschützt den Dom. Dämonische Figuren wurden seinerzeit als Verteidiger gegen spirituelle und physische Gewalten eingebaut. Ein Hauptfaktor der Verwitterung von Gestein außen und von komplizierten Oberflächen ist natürlich das Wasser. Also Wasser löst ja auch ein bisschen Materialien auf und Wasser hat auch eine gewisse Reibekraft, weil ja auch feine Teilchen, man kann ja mit Wasser auch
Steine schneiden, wenn der Druck groß genug ist. Und natürlich war schon bei den Baumeistern des Mittelalters ein großes Ziel, zum Beispiel die Figuren vor dem Regen zu schützen, indem man eben zum Beispiel die Dachwässer über die Mäuler der Wasserspeier ins Freie gespuckt hat. Und das heißt, das Wasser rinnt dann nicht der Fassade entlang runter, sondern das wird versprüht. Und die meisten Wiener, die bei Regen unten vorbeigehen, kriegen das gar nicht mit, dass an manchen Stellen der Regen einfach dichter ist, weil dort von den Wasserspeiern, es kommt da kein Bach runter, aber halt die Tropfen viel dichter sind. Und das Schöne ist natürlich auch bei diesen, zum Beispiel bei den Wasserspeiern, was glaube ich wirklich ein Faszinosum der Gotik ist, die haben einen praktischen Wert, eine Funktion, das Wasser wegzuleiten, aber einen symbolischen. Sie sollen die bösen Geister, sie sind wie Wachhunde und sie schützen das Heiligtum und sie schützen es vor dem Wasser und vor den bösen Geistern. Wenn der Wind zu kräftig wird und ein Unwetter kommt, müssen sich die Steinmetze rechtzeitig in Sicherheit bringen, damit sie nicht Gefahr laufen, von einem der Blitze getroffen zu werden, die immer wieder in den Turm einschlagen. Blitze waren immer eine große Gefahr für den Hohen Turm, der das anzieht. Und man hat schon sehr früh damit kämpfen müssen. Es gibt Brände, die dokumentiert sind, 1449 und 1514. Und man hat dann 1551 die gute Idee gehabt, nachdem die Sage sagt, es ist noch nie ein Hirsch vom Blitz getroffen worden, dass man zur Abwehr von Blitzen Hirschgeweihe an die Turmspitze gibt. Und die sind relativ lang da oben geblieben, bis ins 19. Jahrhundert. Die letzte Abbildung, wo man sie noch sehen kann, ist 1830. Da sind sie noch oben am Turm gewesen. Diese Hirschgeweihe entsprechen natürlich in keiner Weise einem modernen Blitzableiter. Aber es ist doch erstaunlich, dass wir keine Nachrichten von Blitzeinschlägen nach dem Anbringen der Hirschgeweihe mehr haben. Ich habe einmal einen Blitzeinschlag während des Firmlingsgottesdienstes erlebt, wo ich 60 Firmlinge im Kurhaus, im Pfarrhaus daneben, im ersten Stock versammelt habe und wollte ein prophetisches Zeichen setzen, damit sie wissen, was es heißt, Schuld und Vergebung und Versöhnung durch die Beichte zu erleben. Und habe so einen Blumentopf in der Hand gehabt. Und so wie bei diesem Blumentopf etwas in Scherben gehen kann, wenn er zu Boden fällt, so geht auch bei uns etwas in Scherben. Und wie ich den Blumentopf fallen lasse und er den Boden berührt und in 100 Stücke zerbricht, schlägt der Blitz ein, der Strom geht aus, ein peitschender Donnerknall kommt und alle waren mit mir gemeinsam völlig erstarrt, was der Gott aus meinem kleinen prophetischen Zeichen wirklich an großen Zeichen macht. Diese Jugendlichen waren äußerst beeindruckt, ob ich da wirklich mit Blitz und Donner im Pakt stehe. Nein, ich war selber genauso überrascht. Immer wieder schlagen Blitze im Dom, in der Blitzabwehranlage ein und können uns wirklich erschüttern bis ins Innerste. Aber gleichzeitig wissen wir uns gut getragen. Rund um den Stephansdom sind Blitzableiter in die Türme eingebaut. Die Drähte leiten die Energie der einschlagenden Blitze in den Boden ab. Eine eigene Blitzzählanlage analysiert die Eigenschaften der einzelnen Blitze. Gernot Zerza hat sie montiert. Das ist der Sensor von unserem Lightning Monitoring System. Das ist ein Blitzüberwachungssystem, mit dem man die Möglichkeit hat, einerseits festzustellen, ob ein Blitz eingeschlagen hat und dann natürlich auch wirklich die Seele vom Blitz zu ergründen, sage ich einmal, wo man wirklich nachher feststellen kann, hat er ein zerstörerisches Potenzial gehabt oder war es eher etwas, wo man sagt, da wird nicht viel passiert sein. Wir haben zwei Blitzableiter beim Stephansdom, einer auf der Seite, der andere auf der anderen Seite. Wir sprechen von einem äußeren Blitzschutz, von der Fangenrichtung. Das hat vor allem den Sinn, eben, dass es die Blitze Ströme gerichtet gegen Erde führt. Fangenrichtung sagt eigentlich das Wort schon oder was, da sollen die Blitze eingefangen werden und nicht durch das Gebäude hindurch irgendwelchen Schaden anrichten, sondern wirklich durch den Blitzableiter gegen Erde führen. Das eigentliche Messgerät der Blitzzeilanlage ist im Südturm des Stephansdoms untergebracht und sorgt immer wieder für Überraschungen. Für uns sehr überraschend. Er schlägt nicht so häufig ein, wie wir uns das ursprünglich gedacht haben. Also ist sogar weniger wie ein Blitzeinschlag pro Jahr, möchte ich mal sagen. Gott sei Dank, sage ich mal, für das Bauwerk. Aber er schlägt auch nicht unbedingt am höchsten Punkt immer ein. Er schlägt auch durchaus in die anderen Türme ein. Ja. Also war für uns dann auch sehr überraschend. Gibt es auch genug Dokumentationen, wo man das Ganze dann auch visuell betrachten kann. Waren einige Überraschungen, die wir im Zuge dieses Projekts dann halt feststellen haben können.
Zielsicherer schlägt hingegen Amor jährlich ein. Pünktlich am 14. Februar überrascht man seine Lieben mit Blumen. Es sind die Vorboten des Frühlings. Gabi und Gerhard Waberer sind seit über 40 Jahren verheiratet. Fast jedes Jahr pilgern sie am Valentinstag aus dem 2. Bezirk zum Stephansdom, um dort an der Messe Segnung der Liebenden teilzunehmen und sich segnen zu lassen. Die Feier findet seit über 20 Jahren im Dom statt. Etabliert hat sie als jährlichen Fixpunkt Dompfarrer Toni Faber. Es waren beim ersten Valentinsgottesdienst vor über 20 Jahren 800 Personen da. Und wir waren natürlich sehr beeindruckt, wie viele Menschen diesen gläubigen Zuspruch brauchen, den persönlichen Segen, alleine oder zu zweit. Natürlich viele, die in der Ehe schon Jahre verbunden sind, die verliebt sind, die die sakramentale Ehe vorhaben, aber auch gleichgeschlechtlich Liebende, geschiedene, wiederverheiratete Menschen, die keinen Partner haben, von ihrem Partner getrennt sind. All die haben den Segen Gottes auf die Fürsprache des Valentin erbeten. Wie lange sind Sie jetzt schon zusammen? Den Kontakt zum Stephansdom haben Gabi und Gerhard über die Erstkommunion ihres Sohnes gefunden. Die freundliche Aufnahme und die Freude an der Mitarbeit im Dom haben sie dabei bleiben lassen. Gabi und Gerhard, die seit über 40 Jahren miteinander in Liebe verbunden sind und im Sakrament der Ehe so vieles entdeckt haben, was sie für sich, für ihre Kinder. Wir wussten nicht, wie das abläuft, wie wir das erste Mal hergekommen sind. Und es war sehr stimmungsvoll und durch die Musik und die Texte und so ein bisschen, ja, dass man wieder sich zu sich selbst findet oder zu der Beziehung irgendwo und den Alltag ein bisschen, wo alles rennen muss und geht, und das war sehr schön. Wie jedes Jahr ist die Kirche gut gefüllt und die Paare sind bereit für die Segnung. Der Andrang ist so groß, dass 5 Segensspender und Segensspenderinnen eine Stunde lang mit den Paaren sprechen. Nach dem Segen bekommt jeder ein Teelicht und entzündet es an der Osterkerze. Cornelia Weiner und ihre Mutter Nathalie haben in diesem Gottesdienst ein besonderes Anliegen. Durch einen Unglücksfall in der Familie hat der Segen für die beiden eine besondere Bedeutung. Wir sind heute da, weil ich meinen Papa vertrete. Dem geht es momentan nicht gut und er kämpft um sein Leben. Und wir hoffen, dass er aufwacht. Und ich bin mit der Mama da, eben weil deren Ehe so eine wundervolle Ehe ist, die für mich ein Riesenvorbild ist. Und wir hoffen eben, dass die Segnung und die Liebe von uns beiden in Kraft gibt, weiterzumachen. Wir sind seit 16 Jahren sehr glücklich miteinander und es ist jeder Tag wunderschön. Es gibt Auf und Abs, wie es überall gibt, aber ich denke, unsere Liebe wird ihm diese Kraft geben, dass er wieder zu uns zurückkommt, und wir sind alle sehr positiv. Und was gibt's Wichtigeres? Wenn der Frühling den Stephansdom erreicht, sieht man das als erstes am austreibenden Götterbaum. Er ist das deutlichste Zeichen für die Veränderung der Jahreszeiten. Ebenso wie der Blumenladen, der jetzt seine Pflanzen auch draußen präsentieren kann. Auf dem Stephansplatz weht ständig eine steife Brise. Die Winde kommen aus dem Waldviertel und aus der Pusta. 50 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit sind keine Seltenheit. Zweimal im Jahr erreichen die Winde hier herunten am Boden sogar 100 Kilometer pro Stunde. Alle Menschen, die den Platz besuchen, Touristen, Kirchgänger und jene, die hier arbeiten, müssen lernen, mit diesem Wetterphänomen zu leben. Wind hat es hier schon im Mittelalter gegeben. Was die Situation auf dem Stephansplatz aber verschärft, ist die Stadtarchitektur vor Ort. Wir sehen hier das Modell des Stephansdoms. Und wenn man sich den
mit seiner Umgebung vorstellt, dann sieht man, dass der Dachstuhl deutlich höher ist als die Häuser der Umgebung. Und somit, wenn der Wind von Westen oder von Nordwesten auf den Stephansdom trifft, wird er nach unten abgelenkt, wird sozusagen eingefangen und wird genau auf den Stephansplatz, wo wir jetzt hier stehen, abgelenkt. Und das heißt, man spürt eigentlich den starken Wind oberhalb der Dächer der Stadt, hier unten am Boden. Der Stephansdom steht dem Wind im Weg und leitet einen Teil davon nach unten ab. Das hat zur Folge, dass der Wind, der sich normalerweise oberhalb der Häuser bewegen würde, auch unten auf dem Stephansplatz weht. Mit voller Stärke, mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Das heißt eigentlich, dass wir den Wind, der sonst über Dachniveau herrscht und der stärker ist als hier am Boden, dann plötzlich hier unten spüren und das resultiert in unangenehmen, starken Böen. Diese Böen sind dafür verantwortlich, dass die Truppe der Wiener MA-48 auf dem Stephansplatz im Dauereinsatz ist. Die Luftverwirbelungen sammeln hier den Mist der ganzen Gegend. Ohne die aufmerksamen Einsatzkräfte wäre der Stephansplatz nicht immer so sauber, wie wir ihn kennen. Wir sind hier im Herzen von Wien. Gerade dieser Bereich ist sehr wichtig für uns. Ja, wir kehren tagtäglich. Wir sind zu verschiedenen Zeiten hier, auch in der Nacht. Speziell hier ist es halt so, dass man sagt, wenn der Wind von der Kärntnerstraße kommt, kann es schon passieren, dass ich hier ein paar Papiere sammle. Das sind von Taschentüchern bis Tageszeitungen, Zigarettenstummel, also der ganz normale Dreck, den man so auf der Straße auch findet. Wind kann mühsam sein. Er kann aber auch so richtig Spaß machen. Zum Beispiel, wenn man einem Luftballon beim Fortwehen zusehen kann. Oder wenn die Clownin Gwendolyn Grübel schillernde Blasen fliegen lässt. Der Wind ist in Wien historisch positiv besetzt. Wien wurde ja im Laufe der Jahrhunderte immer wieder von schrecklichen Pestepidemien heimgesucht. Und die Menschen waren natürlich auf der Suche nach den Ursachen, die wir heute kennen, damals nicht. Und so entstand die Überzeugung, in Wien herrscht entweder der Wind oder die Pest. Weil man glaubte, dass die schlechte Luft innerhalb der Stadtmauern und in den engen Gassen Schuld an der Pest sei. Das Wort Malaria, eine andere ähnliche Krankheit, bedeutet ja nichts anderes als schlechte Luft. Und so hat man der damaligen Zeit entsprechend um Wind gebetet und eine Messe gestiftet um 12 Uhr zu Mittag, die sogenannte Windmesse, in der man um Wind gebetet hat. Und im Grunde, die Messe findet ja bis heute statt, auch immer noch betet. Und in der Tat geht am Stephansplatz immer der Wind. Wir wollen heute in einem besonderen Segen um gute Witterung bitten, um gutes Gedeihen, um all das, was unsere Landwirtschaft auch in der Stadt Wien, aber im ganzen Land auch zustande bringt als Werk ihrer Hände, ihres Fleißes, dass es uns allen zum Segen werde. Der Wien-Segen ist, glaube ich, eine Anrufung an den lieben Gott unter der Patronage sozusagen all der Heiligen, die zuständig sind neben dem Petrus, dass es etwas von dem uns gibt, das uns nützen kann. Das heißt, eine Bitte um Abwehr von all dem, was uns schaden kann, eine eben demütige Fürbitte, dass wir bei gutem Wind zu unserem Ziel kommen. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, sei immer bei euch und eurer Arbeit und die Früchte der Erde und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Weihrauch spielt in der Messe eine wichtige Rolle. Ihn zuzubereiten ist Aufgabe der Mesner. Einer von ihnen ist Josef Roscher. Er studiert Meteorologie und weiß ganz genau über die Luftströme im Dom Bescheid. Bevor ich immer zum Hochamt komme oder zum Gottesdienst, sehe ich immer die Wettervorhersage und sehe ich, haben wir Ostwind heute oder Westwind? Denn je nachdem, in welche Richtung der Wind weht, steigt der Weihrauch nach oben oder weht direkt nach vorne auf die Kirchgänger vom Altarraum bis zum Riesentor. Der Weihrauch kann eben vom Volksaltar durch den Dom, durch den Mittelschiff hinüber bis hinaus bis zum Riesentor gezogen werden. Der Wind hat auf dem Stephansplatz schon immer eine große Rolle gespielt.
Man kann sich vorstellen, im Mittelalter waren die umgebenden Gebäude noch viel niedriger als jetzt. Das heißt, der Turm wurde noch mehr angeströmt und es gab eine größere Angriffsfläche. Und der muss also schon eine ganz schöne Windlast aushalten. Heute wird das berechnet von den Statikern. Und damals wurde geschätzt. In der Bauzeit hat man gewusst, dass diese schlanke Turmspitze und dass da oben die Stürme noch stärker angreifen können, dass die wahrscheinlich bei extremen Stürmen das Eigengewicht des Steines nicht reichen würde. Und man hat eine 11 Meter lange geschmiedete Stange von der Turmspitze nach unten innen gezogen und die mit schweren Gewichten sozusagen die Turmspitze nach unten verankert, damit ein Sturm die nicht entfernen kann. Und da gibt es ein Phänomen, das relativ neu jetzt entdeckt wurde, dass diese bekannten Krabben, die an jedem gotischen Bauwerk, an den Türmen oben, das sind diese blattartigen Verzierungen, die an den Graten sind und die bei uns beim Hohen Turm fast einen Meter groß sind, jede einzelne dieser Krabbe, dass diese Krabben eine aerodynamische Wirkung haben und den Kraftinput des Sturmes reduzieren. Man hat das mittlerweile im Windkanal nachmessen können. Und wenn man diese Krabben entfernt, obwohl dann der Umriss des Turmes schlanker wäre, wird er vom Sturm mehr gebeutelt und macht dann horizontal möglicherweise auf als mit diesen Krabben. Diese Krabben sind nicht nur auf der Turmspitze, sondern auf dem ganzen Gotteshaus verbaut und schützen so den Stephansdom. Was wir hier haben, ist ein Handwindmessgerät. Und es geht ja darum, dass um den Dom herum die Windböen sehr kleinräumig sind und ständig aus anderen Richtungen kommen, weil sich eben der Wind in dem Gebäude verfängt und dann nach unten abgelenkt wird. Und da kann man eben diese Böen messen und je nachdem, aus welcher Richtung sie kommen, richtet sich das Ding aus. Und dann kann man so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wie das Windfeld tatsächlich hier aussieht. Heute haben wir es recht ruhig, 1 Meter pro Sekunde, das sind gerade mal 4 km/h. Also da fallen wir noch nicht um davon. Wir haben es eben schon erlebt, dass hier stärkerer Wind geht. Wir haben ja zweimal im Jahr in Wien ungefähr 100 km/h Böen an der Station gemessen. Und durch diesen Effekt kann es schon sein, dass hier dann auch das tatsächlich ankommt am Boden. Auf den Wind schaut auch der Tiroler Christian Waldner sehr genau, hängt doch am Ende vielleicht sein Leben davon ab. So 2013, als er sein Seil zwischen den Türmen des Doms gespannt hat. Eine besondere Gelegenheit war vor einigen Jahren, einen Slacklider einzuladen, wirklich vom südlichen Heidenturm sein Band zu spannen auf den Südturm. Das war in 60 Meter Höhe, wo sehr, sehr viele Menschen gekommen sind. An die 40.000 Besucherinnen und Besucher waren am Stephansplatz gezählt von der Polizei. Ich war sehr beeindruckt. Nicht einmal beim Papstbesuch von Papst Benedikt haben wir so viele Menschen am Stephansplatz gehabt. Christian Waldner ist in der ganzen Welt unterwegs und hat schon in Mexiko beeindruckende Abgründe überquert. Und dieser Slackliner hat hier sein Kunststück vollbracht, wirklich gesichert und getragen von diesem Slackline, etwas vom christlichen Lebensprojekt in Angriff zu nehmen. Christian Waldners größter Gegner bei diesem Unterfangen ist immer das Wetter. 35.000 Besucher blicken gebannt nach oben und hoffen, dass Christian nicht vom Wind heruntergeblasen wird. So versiert der Slackliner auch ist, eine plötzliche Böe kann ihn ins Wanken bringen. Wir sind unterwegs, wir sind in Gefahren unterwegs, aber wir sind gesichert von Gott und wenn wir etwas wagen, kann unser Lebensprojekt auch gelingen, bei all dem, was passieren kann. Aber ich muss gestehen, wir sich ganz bewusst den Seil einmal halt fallen lassen und 40.000 Leute. Fürs christliche Lebensprojekt musst du etwas wagen. Du musst darauf vertrauen, dass Gott größer ist als alle Angst, die mich befallen kann. All das, was unsicher ist in meinem Leben, wage es und geh den Weg. Frühsommer in Wien. Draußen auf dem Land bringen die Pfarrer die Hostie zu den Feldarbeitern. Auch rund um den Dom gibt es eine feierliche Fronleichnamsprozession. Seinen Anfang nimmt das Fest drinnen und führt dann in einer Prozession über 4 Altäre im 1. Bezirk zurück auf den Stephansplatz. Musik.
Es ist nicht nur die Wiederkehr des ewig Gleichen, sondern wir verändern uns ja. Wir werden reifer, wir werden gezeichnet vom Leben, wir werden gescheiter, wir werden hoffentlich immer mehr zu dem, der wir sein könnten im Laufe unserer Lebensjahre und Jahrzehnte. Und diese Feste, diese Hochfeste, ob das Weihnachten, Ostern, von Leichnam, Pfingsten ist, das sind lauter Gelegenheiten, um wirklich Überblick zu bekommen, aus dem Alltag herauszublicken und sagen, was wir hier in Eucharistie feiern im Stephansdom, ist etwas, wofür wir auch Zeugnis auf den Straßen dieser Stadt ablegen. Deswegen gehen wir zur Leichnam auch hinaus. Deswegen laden wir alle ein, mit uns diese innere und äußere Aufmerksamkeit auf den Gott haben, der für uns Brot, Nahrung für das Leben der Welt geworden ist. Also ein zutiefst leicht verstehbares Fest, so sehr es in der mittelalterlichen Mystik und Scholastik ein bisschen gefangen scheint. Nein, Gott will für uns Nahrung sein. Er gibt uns Brot zum Leben. Er gibt uns Lebensmittel, dass unser Leben gelingen kann. Das sind Kreisläufe, die tragend sind. Natürlich werde ich dabei älter, aber gleichzeitig weiß ich mich immer geerdet, orientiert, verwurzelt in dem, wofür der Dom durch die Jahrhunderte steht. Alle Feste im Jahreskreis, die im Freien stattfinden, sind auf gutes Wetter angewiesen. Strömender Regen würde die Festlichkeiten genauso stören wie brütende, erbarmungslose Hitze. Auf dem Stephansplatz kann sich die Sonne ganz schön hinlegen. Und dann wird es auch richtig warm. Viele Touristen suchen im Dom Abkühlung, auch in allzu leichter Sommerkleidung. Natürlich würden wir eine angemessene Kleidung bevorzugen, aber wir schaffen diesen Kulturkampf nicht mehr. Spaghetti-Träger und Flip-Flop sind auch da. Wir empfinden es als unpassend. Sehr viele Touristen ist das gar nicht so ein Problem. Der Hitze besonders ausgesetzt sind aber die Steinmetze oben auf dem Dom. Und im Sommer ist es manchmal schon so, dass man auch da am geschützten Gerüst doch stöhnt unter der Hitze und froh ist, wenn wieder ein bisschen ein Lüfterl kommt. Und insofern sind die gemäßigten Zwischenjahreszeiten die angenehmsten. Die Steinmetzarbeiten sind bei dieser Hitze eine große Herausforderung. An der Steinfassade, wenn kein Wind geht, wird es heiß wie in einem Backofen. Und die Arbeiter gehen bis an die Grenze der Belastbarkeit. Ja, wir sind auf der 12. Etage, Gerüstetage. Das sind so ungefähr 24, 25 Meter vom Platz aus. Mit einfachsten Mitteln kann hier etwas Kühlung erzeugt werden. Doch die Sonne kennt kein Erbarmen. Ja, grüß Gott, Herr Probst. Grüß Gott. Wie geht's mit der Hitze? Ja, es geht so. Ja, das ist sehr schön, wird sehr schön. Ja. Sind Sie schon beim Vorletzten? Beim Vorletzten, ja. Gut, kriegen wir es hin vor dem Winter. Ja, das schaffen wir noch. Alles gut. Gut, danke. Wiedersehen. Wir haben ja die Möglichkeit, uns wenigstens Schatten zu verschaffen und wenn kein Wind geht, auch mal einen Ventilator anzuschalten. Aber grundsätzlich ist es wirklich unerträglich, in der Hitze zu arbeiten. An solchen Tagen trinke ich dann so 4-5 Liter während der Arbeitszeit und muss nicht auf Toilette. Es ist dann wirklich, ja, nicht schön. Im Sommer ist das Thema, dass hier der Stephansplatz eine sogenannte versiegelte Fläche ist. Wenn man sich hier umschaut, es gibt hier kein Grün, der Boden mit Steinplatten bedeckt, es sind rundherum die Häuser. Der Stephansdom selbst, der heizt sich im Sommer sehr leicht auf untertags, wie ein Ziegelstein, der einfach die Wärme speichert. Und das bedeutet, dass es sich einfach mal heiß anfühlt, schon untertags, für die Menschen, die hier unterwegs sind. Auch durch die Sonne, also es gibt hier auch keinen Schatten. Und dann in der Nacht, dann kühlt das nur sehr schwach und sehr langsam ab. Und das heißt, wir haben hier wahrscheinlich den stärksten Wärmeinsel-Effekt der Stadt. Also der wird hier am intensivsten sein, so um wahrscheinlich 4, 5, 6 Grad wärmer als im Umland zum Beispiel.
Ich weiß noch ganz genau, wie ich relativ jung begonnen habe, im Dom zu assistieren als Zeremoniär, beim Herrn Kardinal damals dabei war und einen Tag erwischt habe, wo ich nicht gewusst habe, dass es über 28 Grad im Dom hat. Und ich war angezogen mit Talar und Messkleid und habe schon Reue erweckt, was ich denn am Vorabend für böse Dinge getan habe, dass ich so in Schwitzen komme. Dabei war es einfach diese hohe Temperatur, die natürlich bei doppelter Bekleidung dann zu Schweißausbrüchen führt. Wir haben die Situation im Stephansdom, dass wir nicht wirklich kühle Temperaturen im Sommer haben, sondern wir haben teilweise 26, 28 Grad, weil die großen Südfenster die Sonnenbeeinträchtigung sozusagen nicht abwehren können und die vielen Leiber der Touristen auch dazu beitragen, dass diese ersehnte Kühle des Gotteshauses gar nicht erreicht wird. Das heißt, wir haben es relativ warm, bei Temperaturen draußen mit 35, 40 Grad kommen wir bis an die 30 Grad auch im Dom. Heute würde man die Stadt nicht mehr so bauen. Das liegt zum Beispiel daran, dass vor über 100 Jahren in der Gründerzeit, als sehr viel gebaut wurde in Wien, da gab es keine Hitzewellen. Da waren Hitzewellen ein extremes Ereignis, das einmal in 10 Jahren aufgetreten ist. Heute ist das ganz anders. Heute gibt es jedes Jahr Hitzewellen und deshalb baut man einfach schon deshalb anders. Und man braucht sich ja nur die Stadtentwicklungsgebiete anschauen, wie Aspern-Seestadt oder der Nordbahnhof, wo einfach viel mehr Platz ist, wo mehr Grün ist, wo mehr Ausgleichsflächen sind, wie das heißt, also Flächen, die abkühlen in der Nacht und somit man dann ein besseres Mikroklima hat. Die Sonne dreht seit 900 Jahren ihre Kreise um den Stephansdom und zeigt dabei präzise die Uhrzeit an. Daran erinnert eine Sonnenuhr an einem Südpfeiler des Albertinischen Chores. Früher befand sie sich in etwa 72 Metern Höhe an einem Fenster der Türmerstube. Und die hat schon eine sehr interessante Geschichte. Es gab nämlich damals schon eine mechanische Uhr am Hohen Turm und natürlich auch einen Türmer, der die immer wieder aufziehen musste mit den schweren Gewichten. Und diese mechanische Uhr ist aber auch natürlich je nach Temperatur, wenn es kalt war, sind diese riesen Zahnräder und alles und das Pendel etwas langsamer gegangen, als wenn es warm war. Die ist bis zu 20 Minuten am Tag falsch gegangen. Und da gibt es einen Beschluss des Stadtsenats oder des Stadtrates von Wien, die dem Türmer von St. Stephan eine Sonnenuhr spendieren, damit er die mechanische Uhr nach der Sonnenuhr richte. Und das hat natürlich, denkt man sich jetzt erst einmal, ist ja absurd, die mechanische Uhr ist doch viel genauer. Aber die Sonnenuhr zeigt jeden Tag zu Mittag, wenn der Schatten senkrecht fällt, exakt 12. Und um 12 Uhr zu Mittag, wenn die Sonne gescheint hat, konnte der Türmer die mechanische Uhr halt auch wieder auf 12 stellen. Die Hitze geht, der Herbst steht vor der Tür. Wenn Allerheiligen kommt, ist die Erinnerung an den Sommer schon verblasst. Viele Feste halten den Dom auf Trab. Wenn aber der Winter kommt und Wien und den Dom in ein dichtes Schneekleid hüllt, konzentrieren sich die Aktivitäten ganz auf das Innere der Kirche. Natürlich sind grimmige Temperaturen oder gar Schnee und Eiseskälte mit Eisplatten auf den Straßen nicht zuträglich, dem, dass auch ältere Personen in die Kirche kommen. Man versteht es dann ganz gut, dass die sagen, wir wollen nicht. Oder wenn so ein Sturm rund um St. Stephan tobt, dann trauen sich auch manche nicht mehr zu kommen. Der Kälte sind im Dom die Domaufseher am längsten ausgesetzt. Harald Woda weiß, wovon er spricht. Ja, man muss ja natürlich beobachten auch, wie kalt es denn wirklich im Dom wird,
weil es ist schon mal passiert, dass das Weihwasser eingefroren ist. Ja? Und dann natürlich weiß man, hoppala, jetzt ist es wirklich Zeit, dass es was macht, weil es einfach so kalt wird. Jetzt werden auch die Temperaturen im Dom unfreundlich. Wer sich hier länger aufhält, sollte dafür gerüstet sein. Die ideale Domaufseherbekleidung ist, ja, praktisch lange Unterwäsche, dicke Socken und ein gutes Schuhwerk und Handschuhe, wenn man es nicht so wie ich jetzt gerade vergessen hat. Wir haben zwar eine Domheizung, die nicht immer läuft, sondern sich einschaltet, dann wieder ausschaltet. Aber bei unserer Tätigkeit natürlich sind wir sehr viel hier, wenn ich das zeigen darf, am Gitter tätig. Und wir fragen den Menschen eben bei Gottesdiensten zur Messe oder was sie anschauen möchten. Und wenn man dann steht und die Kälte kommt in den Dom, dann merkt man, wie es vom Boden her wahnsinnig kalt wird. Ja. Die große Kälte im Winter ist keine Erscheinung des 21. Jahrhunderts. Viele Besucher von gotischen Kirchen und natürlich auch vom Dom wundern sich, dass in der Decke relativ viele kleine schwarze Löcher sind. Manchmal sagen, ja, da hat man die Figuren runterlassen zu kirchlichen Festen. Das mag sein, dass man es manchmal dafür verwendet hat. Aber das waren bauphysikalische Notwendigkeiten, dass der Dampfdruck, der eben, wenn die Kirche plötzlich voll ist, entsteht, weil jeder schwitzt und warm abstrahlt, dass dieser Dampf sich nicht an der Decke niederschlägt und die dann schimmelig wird, sondern dass der in den Dachraum entweichen kann. Heizen ist im Stephansdom keine einfache Angelegenheit. Dass die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur ja meistens auch korrelieren und dass eine zu geringe Luftfeuchtigkeit für die Holzaltäre oder für die Orgeln eine Riesengefahr darstellt. Also die Holzfiguren, wenn die zu trocken werden, kriegen sie Risse, das Holz schrumpft. Und da haben wir, und ich glaube, da sind wir der einzige Dom, der mir bekannt ist in der Welt, mittlerweile eine Sprinkleranlage im Winter. Wenn draußen sehr kalte Winterluft ist und der Dom wird auf diese ständigen 12 Grad erwärmt, dann sinkt die Luftfeuchtigkeit so stark ab, dass es gefährlich wäre. Und da haben wir jetzt 18 Elemente im Dom, die aus der Decke ganz feinen Nebel versprühen, immer 20 Sekunden lang, bis wir wieder das notwendige Niveau haben, damit die große Orgel, die jetzt ja auch so wertvoll restauriert wurde, und auch die Holzaltäre und Figuren nicht zerstört werden. Das steile Dach mit den glasierten Ziegeln hat im Winter einen großen Vorteil. Schnee perlt dort ab und kann sich nirgends sammeln. Damit kann das Gewicht des Schnees keinen Schaden anrichten, weil er von selbst abrutscht. Und natürlich haben wir auch leider Gottes die Menschen, die man nicht vergessen darf. Das sind die Menschen, die im Freien leben, die obdachlos sind. Ja? Die kommen hier im Dom und setzen sich in eine Kirchenbank hinein, um einfach sich hier etwas aufzuwärmen. Auf dem Stephansplatz ist der Vorweihnachtstrubel in vollem Gang. Der alljährliche Weihnachtsmarkt zieht viele Wienerinnen und Wiener und Touristinnen und Touristen an. Im Dom selbst laufen die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest auf Hochtouren. Thomas Tschutschek arbeitet normalerweise als Steinmetz. Jetzt ist er für das präzise Einsetzen der Christbäume in die Kreuzständer verantwortlich. Ich habe jetzt eigentlich die Bäume so angeschlagen, wie es traditionell früher war und eigentlich noch immer ist. Wir brauchen die Kreuze zu. Weil von der Größe her brauchen wir die ganz großen Kreuze. Weil das Problem ist, wenn ich kleine Kreuze nehme, die bleiben mir nicht stehen. Dann kann passieren, wenn Leute reinkommen, dass vielleicht einer mal dumm schäbert oder mal dumm Ding. Und dann kann es passieren, dass sie umfallen. Da müssen wir eigentlich die ganz großen Kreuze immer nehmen für das. Das ganze Team muss zusammenhelfen, um die riesigen Tannenbäume aufzustellen. Die Verkabelung übernimmt der Domelektriker. Weihnachten, da kommen manche Faktoren immer gleichzeitig zusammen. Nicht nur die Bäume aufstellen, dann Kuh aus drüben irgendwas zu machen, so Kleinigkeiten sind halt dann immer. Das ist aber meistens zu Weihnachten, dass wir einen größeren Stress haben. Die Bestandteile der Krippe lagern wie viele andere Dekorationsteile auf dem Dachboden des Stephansdoms. In der Woche vor Weihnachten wird die Krippe von oben heruntergelassen.
Die Domfloristen Tina und Daniel kümmern sich um den Blumenschmuck und um die Bepflanzung der Krippe, die sie im Kapitelsaal zusammenstellen. Ich habe mir gedacht, das muss ich was Schönes machen und so, weil dadurch, dass in unserer Dom so viele Touristen kommen, das wollen wir was Schönes machen, dass die Leute sich freuen und so. Und ja, das war meine Gedanken so, dass eine schöne Garten oder so ungefähr für kleine Jesus zu machen. Am alten Frauenaltar wird die Krippe mit Pflanzen dekoriert, die es schon im alten Bethlehem gegeben hat. Also ich werde einfach mit Moos, das habe ich alles hier, eine schöne Wiese zu machen, so mit den Blümchen und so. Daniel braucht die halbe Nacht, bis er sein Ensemble beisammen hat. Jedes Kirchenfest hat seine eigenen Farben. Weihnachten ist immer weiß und rot und so. Allerheiligen eigentlich auch. Aber es gibt Feiertage, wo weiß und gelb ist oder Marienfeier und so. Das ist eher mit Blau. Also das sind viele verschiedene Arten von Feiertagen und Arten von Blumen. Sakristeidirektor Georg Reida kontrolliert das korrekte Arrangement. Und damit ist alles bereit für die Gläubigen. Weiter geht es im Jahreslauf. Zwei Monate später, in der Fastenzeit, werden die Altäre in den katholischen Kirchen verhüllt. Im Stephansdom ist es Tradition, dass jedes Jahr ein anderer Künstler dieses Fastentuch gestaltet. Gottfried Hellenwein hat für dieses Jahr etwas Gewaltiges vorbereitet mit seinen wunderbaren Kunstwerken, die natürlich dort und da auch als provokant erlebt werden und so eingeschätzt werden. Ich schätze ihn seit vielen Jahrzehnten und bin sehr, sehr stolz und dankbar, dass Gottfried Hellenwein für den Dom dieses Jahr dieses Fastentuch gestaltet und wir beeindruckt sind, wie Christus, der Gestorbene, gekreuzigte Gestorbene und Auferstandene mit den Wundmalen zu sehen ist. Im leidenden Menschen erkennen wir Christus. Und jedem leidenden Menschen dürfen wir ihm begegnen. Keine leichte Sache, das riesige Tuch in Position zu bringen. Vom Dachboden aus müssen die Mitarbeiter der Dombauhütte die Trägerseile herunterlassen. Die Drahtseile für die Aufhängung laufen durch die Lüftungslöcher des Kirchengewölbes. No, ja, hoch, hoch, ich sag dir, wenn's genug ist. Das Ausgleichen der Position des Fastentuchs ist Teamarbeit. Oder jetzt sind wir eben. Ja. Jetzt haben wir die Waage. Von da auf. Ganz leicht muss es. Die letzten Handgriffe erfolgen und das Fastentuch entfaltet seine volle Wirkung. Von Ostern bis Ostern. Die Reise durch ein Jahr mit dem Stephansdom geht im österlichen Hochamt zu Ende. Ein Wechselbad aus bunten Wetterstimmungen und liturgischen Festen. Himmel und Erde, Wetter und Gebet, Gott und die Menschen. Alles vereint. Hier im Dom.